Einen wunderschönen guten Tag, liebe Basketball in Trier Community. Wir sind zum ersten Mal hier im Studio des offenen Kanals. Und ja, bei mir ist heute Till Gloger, der ist zum Interview hier. Vielen Dank erstmal. Ja, gerne. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Till, du warst ja in diesem Sommer der Erste, der als neuer oder beziehungsweise als Gladiator für dieses Team feststand. Seitdem wächst der Kader jetzt um dich rum. Was ist das für ein Gefühl, ja, wenn man noch nicht weiß, mit wem man in die neue Saison geht? Ja, ich habe natürlich schon gehört über die Verlängerung jetzt zum Beispiel von Thomas Grün oder von Simon Schmitz. Und von daher weiß ich, wer zurückkommt. Und von daher ist auf jeden Fall ein ganz gutes Gefühl, zu wissen, wer kommt. Und ja, mit den anderen Jungs haben natürlich auch Kontakt. Und hoffe ich natürlich, dass so viele zurückkommen wie möglich. Okay. Ja, blicken wir mal ein bisschen auf die Saison zurück. Wie war dein erstes Jahr in Trier für dich? Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich glaube, am Ende war ein bisschen mehr drin im Rückblick auf die letzte Saison. Aber mir gefällt die Stadt sehr, sehr gut. Das Umfeld, der Verein. Und auf jeden Fall fühle ich mich hier wohl. Die Saison war ein kleines bisschen wechselhaft. Ihr hattet zwischendurch mal eine Schwächephase. Wie hast du das erlebt und wie seid ihr da wieder rausgekommen? Ja, leider gehört das im Basketball dazu, dass teilweise Ups und Downs geht. Leider dann in der zweiten Saisonhälfte hatten wir einen kleinen Durchhänger gehabt, aber ich glaube, wir haben gut geantwortet, hatten, glaube ich, 6 oder 7 Spiele hintereinander gewonnen und haben letztendlich unser Ziel, die Playoffs, auch erreicht auf dem 6. Platz. Wir haben jetzt hier schon die erste Frage aus der Community. Da hat einer der Zuschauer hat erkannt oder sagt, er hat einen Leistungsabfall bei dir am Ende der Saison erkannt. Würdest du zustimmen? Und wenn ja, was war los? Ich denke mal, also jetzt zum Ende der Saison, ja klar, also in den Playoffs lief es nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Haben wir natürlich gehofft, dass wir wenigstens das Heimspiel wäre sehr wichtig gewesen für uns, um die Serie dann auszugleichen im Heimspiel. Aber ja, wie ich sage, gehört dazu, dass es dann, ich glaube auch die Verletzung von Kyle hat auch dazu getragen, dass irgendwo ein Bruch da war, dass es nicht mehr so gelaufen ist wie in der Siegesserie, als wir 6 oder 7 Spiele hintereinander gewonnen hatten. Ja, du hast mit Johannes Joost das Duo unter den Körben gebildet. Da ist immer mal wieder viel darüber diskutiert worden, dass ihr vielleicht sehr ähnlich seid und dass es nicht gut funktioniert, wenn ihr zusammen auf dem Feld steht. Ja, jetzt, wie hast du das aus der Innenperspektive erlebt? Ah, ich glaube schon, dass wir beide zusammen spielen können. Teilweise lief es nicht so oder teilweise waren die Abstimmungen nicht hundertprozentig da. Aber ich glaube schon, dass wir auch zusammen spielen können, ja, oder könnten, wenn wir halt zusammen auf dem Feld spielen, nicht auf der 5 und er auf der 4 zum Beispiel. Ihr habt euch auf der 5 dann ja die Spielzeit aufgeteilt. Gab es da eine Konkurrenzsituation oder seid ihr da gut miteinander ausgekommen? Nö, wir sind gut miteinander ausgekommen, also war jetzt kein großartiger Hass oder irgendwas gegeneinander. Also das hatten wir schon ganz gut geregelt gehabt, glaube ich. Okay, ja. Wir sind ja jetzt hier beim Gladiators Trier e.V. und damit unter anderem für die Nachwuchsarbeit zuständig. Deshalb wollen wir mal ein bisschen über deine Jugend sprechen. Und dazu haben wir erstmal ein paar Community-Fragen. Und zwar fasse ich die am besten mal zusammen. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Basketball zu spielen? Wie kamst du dazu? Und dann hatten wir noch die Frage, hast du, bevor du in Trier gespielt hast, schon woanders gespielt? Die kann ich schon mal mit Ja beantworten. ja, erzähl einfach mal über deine Anfänge. Also ich hatte angefangen mit ungefähr 6 Jahren, weil meine beiden Brüder hatten auch Basketball gespielt. Und dann war ich der Dritte und dann haben meine Eltern mich auch dahin geschickt. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann kam noch ein bisschen Talent dazu und somit war dann die Ambition, wurde immer größer, dass man auch was erreichen wollte im Laufe der Jahre. Und ja, so fing das an damals. Du kommst aus Bochum, hast auch da angefangen zu spielen. Genau, ja. Ja, bis dann, als es ein bisschen leistungsorientierter wurde, nach Paderborn angegangen, hast da NBBL gespielt.
Und da haben wir jetzt auch eine Frage, die könnte schon passen. Was war dein größter Erfolg im Basketball? Mein größter Erfolg, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also die Top-4-Teilnahme damals sind wir mit der NBBL ins Top-4 gekommen, sind da dann gegen Ursprung ausgeschieden, obwohl uns keiner so richtig auf dem Schirm hatte. Das war ein ziemlich großer Erfolg, finde ich. Ja, und zusätzlich bist du dann MVP der NBBL geworden. Ach ja, Das ist genau. das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Also du warst quasi der direkte Nachfolger von Daniel Theiss mit diesem Titel und so. Also für einige geht es da wirklich ganz nach oben, wenn man das geschafft hat. Für dich hat es zumindest nicht für die NBA gereicht. Wie war das damals, als du diesen Award bekommen hast und was hast du erwartet, wie weit es dann gehen wird? Ja, ich habe mich natürlich gefreut. War natürlich eine sehr schöne Auszeichnung gewesen. Ja, habe mich natürlich geehrt gefühlt, dass ich ausgewählt wurde für den Award. Und ja, konkret jetzt genau, ob es jetzt für die NBA reichen würde oder so. Also, da hatte ich jetzt nicht groß, ehrlich gesagt, drüber nachgedacht. Ja, also, in der Situation jetzt. Du bist dann erstmal ans College gegangen in die USA. Was war denn die krasseste Geschichte, die du da erlebt hast in den 4 Jahren? Jetzt basketballerisch oder Allgemein. die krasseste Geschichte? Also die Partys waren sehr gut, auf jeden Fall. Und ja, basketballerisch hat es mir auch sehr gut gefallen. Also ich glaube, so zum Weiterentwickeln, auch von zu Hause weg zu sein, im anderen Land zu sein, sich an die andere Kultur anzupassen, das hatte auf jeden Fall mir als Person auch sehr geholfen, glaube ich. Ja. Kannst du mal erzählen, wo du warst und wo ihr da gespielt habt und wie ihr abgeschnitten habt? Ja, genau. Also ich war in Maine, das ist in Neuengland. Und ja, wir hatten in der America East Conference gespielt. Ist eher eine kleinere Conference im Vergleich jetzt zu der Big East zum Beispiel oder der Pac-12. Aber ja, auch in den Non-Conference-Spielen hatten wir schon auch jetzt gegen diese Powerhouses gespielt vom College, wie zum Beispiel UConn oder Butler. Also die ganz großen Colleges. Ja, leider haben wir meistens da den Kürzeren gezogen, aber das war schon echt eine gute Erfahrung, auch so gegen das Top-Talent zu spielen, was in den USA rumläuft. Wie groß ist denn der akademische Aufwand, wenn man als Basketballer ans College geht? Schon aufwendig, aber es wird auf jeden Fall Rücksicht genommen. Also dadurch, das wird mit den Professoren klar kommuniziert, dass man Student Athlete ist und dadurch auch einen besonderen Status hat, dass man nicht unbedingt zu jeder Vorlesung hin muss oder ja, dass der Professor weiß, dass wenn man fehlt, dass man begründet fehlt und nicht, weil man keine Lust hat. Was hast du denn studiert? Ich habe International Management studiert. Ja, die Professoren wissen, dass du Basketball spielst. Wie ist das sonst so? Ist man an der Uni eine Berühmtheit, wenn man im Basketballteam ist? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, Berühmtheit würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ja, die meisten Studenten wissen natürlich, dass man im Basketballteam ist. Also jetzt also nicht nur im Basketballteam, zum Beispiel Eishockey ist sehr groß bei uns gewesen auch zum Beispiel oder Football. Und ja, wenn man auf dem Campus ist, man schon bekannt oder man kennt sich untereinander auf jeden Fall. Ja, nach deiner Rückkehr nach Paderborn hast du weiter studiert. Wie ist denn das aktuell? Bist du fertig mit deinem Studium oder Nee, ich wie bin läuft da noch zurzeit was? im Master eingeschrieben in Paderborn, also jetzt in International Business und bin jetzt im. Ich glaube, dieses ist jetzt das vierte Semester, aber ich bin jetzt so zur Hälfte durch ungefähr. Also liegt noch ein bisschen was vor mir. Okay. Ja, das ist ja mal eine ganz große Diskussion, ob das der richtige Weg ist, ans College zu gehen. Also du hast gerade gesagt, dich hat es auf jeden Fall persönlich weitergebracht und so. Ja, es wird immer viel darüber diskutiert, ob das für junge deutsche Basketballer der richtige Weg ist oder ob man sich vielleicht in Deutschland besser entwickeln kann. Wie siehst du das? Ah, ich glaube, es kommt immer individuell darauf an. Also ich glaube auf jeden Fall, ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Basketballerisch gibt es da große Unterschiede natürlich. Es gibt, glaube ich, alleine 350 Division I Schulen und dann noch
Da gibt es noch Division 2, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viele davon gibt, noch Division 3. Also da ist die Spannweite zwischen sehr guten Colleges und sehr schlechten, oder was heißt schlechten, aber jetzt wo auf einem schwächeren Niveau ist ziemlich groß. Und von daher ja, muss sich jeder genau selber überlegen, auf was er sich da einlässt. Auf jeden Fall schon mal vielleicht mit anderen Studenten oder mit anderen Personen sprechen, die schon mal drüben waren, um ja, da Eindrücke und Erfahrungen vielleicht schon mal sich berichten zu lassen und dann die Entscheidung zu treffen. Ja. Ja, Franz Wagner, Riesentalent von Alba Berlin, hat gerade die Entscheidung fürs College getroffen. Der hätte sich mit Sicherheit auch in Deutschland noch gut weiterentwickeln können. Was meinst du, war das die richtige? Ja, also am Ende muss er selber wissen, aber ich glaube schon, dass ein guter Schritt für ihn war, weil er bestimmt auch das Potenzial hat, in die NBA zu kommen. Und Michigan, da sein Bruder hat es ja geschafft. Und ich glaube schon, dass das ein guter Weg für ihn sein wird, wenn er 4 Jahre lang da unter den besten Coaches trainiert, dass er sich zum NBA-Spieler entwickeln kann. Du bist jetzt seit einigen Jahren Basketballprofi. Wie ist das für dich? Womit verbringst du so deinen Tag? Und ja, gerade jetzt im Sommer, wie verbringst du deine Zeit? Also generell, was mache ich gerne? Schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also jetzt im Sommer war ich relativ häufig in Paderborn, um zu studieren und war noch in Urlaub. Ich fahre jetzt auch noch mal in Urlaub. Und ansonsten ja natürlich mit dem Training. War ich in Paderborn oder in Bochum, habe ich trainiert, Basketball und auch Krafttraining gemacht, um mich auf die nächste Saison vorzubereiten. Okay, ich habe noch einen Tipp bekommen, kurz vor der Aufzeichnung. Du lernst gerne Hauptstädte auswendig. Ach so, ja, genau, ja. Wie Stimmt, kommt ja. das? Ah, ich weiß nicht, so Geografie bin ich ziemlich interessiert dran. Und deshalb, ich weiß nicht, also über so eine App, die ich häufig spiele, Okay. und das sind so ja, alle demografischen ja, Statistiken von unterschiedlichen Ländern. Also weiß ich die meisten, ja. Okay. Ja, über Instagram ist noch eine Frage reingekommen. Die stelle ich dir jetzt und dann kannst du raten, von wem die kam. Die lautet: Mit wem rangelst du im Training am liebsten? Ach so, mit Jawohl, da kam die her. Kili. Kieler Indiz hat uns die Frage geschickt. Vielen Dank dafür. Ja, du hast bei Instagram, auf deinem Kanal ist ein Bild zu sehen, wo du im Rebound gegen Luke Sigma von Alba Berlin spielst. Ja, wie sind denn deine Ambitionen für die nächsten Jahre? Willst du nochmal in die BBL? Ja klar, also das hängt natürlich sehr davon ab, wie die nächsten oder wie die nächste und die nächsten Saisons natürlich laufen. Aber ja klar, also ich glaube, das Ziel besteht schon, natürlich wieder in der BBL anzugreifen. Ja. Ja, jetzt blicken wir mal in Richtung der nächsten Saison. Da gab es auch ein paar Fragen zu. Also, was steht jetzt da sportlich im Sommer an? Woran arbeitest du? Was willst du verbessern? Zum einen will ich stärker werden, also physisch, oberkörpermäßig und auch athletischer. Ich glaube, das ist noch ein großes Manko, woran ich arbeiten muss. Dass ich ein bisschen schneller werde, auch mehr Sprungkraft. Gerade als Großer wird das, glaube ich, unserem Team schon helfen. Noch eine Fanfrage. Ja, im Sommer musst du dich selbst fit halten. Wie motivierst du dich zum Sport machen? Hast du Motivationsmusik oder schaffst du das einfach grundsätzlich alles so? Also grundsätzlich bin ich so eigenmotiviert, ne? Also dass man halt immer ja, besser werden möchte. Deshalb ist eigentlich so der Eigenantrieb, würde ich sagen, die größte Motivation, dass man sich dazu entscheidet, Sport zu machen im Sommer. Weitere Community-Frage, die lautet: Was kannst du dem Team geben? Also wahrscheinlich, was ist so deine Stärke? Was bringst du mit, was dem Team hilft? Also ich glaube zum einen Scoring. Ich glaube, ich kann gut scoren, gerade im Low Post. Weiterhin glaube ich, dass ich ja auch einen ganz dezenten Mittel-Range-Shot habe, an dem ich auch die letzten Jahre gearbeitet habe, also den ich noch mehr einsetzen muss, glaube ich. Und ja, ansonsten, ja, in der Defense glaube ich, dass ich da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial habe. Und ich glaube, dass ich so auch dem Team damit helfen kann, ja.
Ja, weißt du schon, was ihr als Team für die nächste Saison besser machen wollt, wie ihr euch da entwickeln wollt? Also konkret jetzt noch nicht, aber ich glaube, ja, wir haben ja unsere Baustellen eigentlich gesehen während der Saison. Also, dass wir, ich glaube, Zusammenspiel hat ganz gut gepasst. Da teilweise die Abstimmung haben nicht, war nicht immer hundertprozentig da. Und ja, in der Defense, dass wir da einen Schritt nach vorne machen, dass wir nicht mehr so viele Punkte teilweise zulassen. Und ja, an der Mentalität, glaube ich, hat es nicht gemangelt. Also alle Jungs waren immer committed, wie man so schön sagt, über die ganze Saison. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen auf jeden Fall. Dann haben wir noch eine Frage zu einer Aussage, die Christian Held getroffen hat. Er sagt, mit Jermaine Buckner und dir sind wir auf den großen Positionen schon gut besetzt. Das ist, glaube ich, so verstanden worden, dass da nicht unbedingt noch eine große Nachverpflichtung kommt. Ja, wie siehst du die Situation da? Ja, also ich vertraue da ganz auf Christian. Der wird sich natürlich schon Gedanken gemacht haben, wie er in die nächste Saison geht. Von daher glaube ich, also sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig und ich glaube auch ganz gut besetzt, so wie es ist. Ich vertraue da auf jeden Fall auf Christian, wie er sich das vorstellt und mal sehen, ja, oder wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht, ja. Alles klar, ja, jetzt haben wir nur noch die Frage offen, die ein Zuschauer gestellt hat, wo du euch in der nächsten Saison in der Tabelle siehst, aber ich glaube, dafür ist es noch deutlich zu früh jetzt. Ja, klar, also die Hälfte des Teams fehlt ja noch oder vielleicht sogar mehr noch. Von daher ist es natürlich schwer einzuschätzen. Ich glaube, wieder um die Playoffs, dass wir da wieder ein Wörtchen mit zu reden haben, auf jeden Fall. Und ja, ich denke mal, das sollte unser Ziel sein. Gut, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg für ja, den Trainingsauftakt, die neue Saison und bedanke mich bei dir und bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und ja, bis zum nächsten Mal.